willkommen zum heutigen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und ich hatte euch ja mal vor kurzem gefragt, welche Themen ihr gerne im Podcast hören möchtet. Und ein Thema war das Thema, wie bekomme ich gute Sales-Mitarbeiter und gerade als klein- und mittelständisches Unternehmen. Und da habe ich mir überlegt, dass ich zum Interview den Recruiting-Experten zu diesem Thema einlade. Herzlich willkommen, Christopher Funk. Wir kennen uns ja schon auch aus deinem Podcast Vertriebsfunk und von deinen Speak, wo ich dich ja das eine oder andere Mal schon erlebt habe. Und freue mich natürlich jetzt sehr, dass du in meinem Podcast dabei bist und meinen Zuhörern und dann auch den Videozuschauern zeigen kannst, wie sie gute Vertriebsmitarbeiter bekommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast, Nadine. Mich sehr. Dann lass uns mal genau mit deinem Herzensthema starten. Wie bekomme ich gute Vertriebsmitarbeiter, gerade wenn ich jetzt nicht so einen Mega-Namen habe als Unternehmen? Also vielleicht noch mal ein bisschen was zu mir. Ich bin ja Headhunter für das Thema Vertrieb. Das heißt, hier mit meiner Company Xenagos werden wir immer von Unternehmen beauftragt, die richtigen Verkäufer, ich sage nicht die besten Verkäufer, sondern die richtigen Verkäufer zu finden, wenn die das aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt seit über 13 Jahren nur mit dem Thema Vertrieb und Vertriebsrekrutierung. Ja. Aber klar, es gibt natürlich auch kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, ah, zum Headhunter gehen ist mir jetzt zu teuer und das stimmt natürlich nicht. Also ein Headhunter ist teuer, aber es gibt ja jetzt mittlerweile Studien, dass wenn du selber eine Stelle besetzt und dich ein bisschen schwerer damit tust, dass du ein halbes bis ein Jahresgehalt ausgibst, bis du das selber hingekriegt hast, ne? Mit den ganzen Interviews und Trial and Error und so weiter und so weiter. Also das wird oft unterschätzt, ne? Aber andererseits sollte man sich jetzt auch nicht zu 100% auf den Headhunter verlassen, sondern man muss auf einfach auch eigene Sachen machen, um das zu unterstützen, ne? Und da gibt es halt unterschiedliche Themen, die du machen kannst. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du du hast ja auch was von Mindset erzählt, ne? Dass du deine Einstellung zum Thema Rekrutieren änderst. Also das ist eigentlich das, was ich meinen Kunden immer als allererstes sage. Ne? Also wir haben jetzt andere Zeiten. Ja, also wir haben jetzt die Zeiten von WhatsApp und Amazon Prime, ne? Also bei WhatsApp ist es so, wenn du jemanden eine Nachricht schickst und der meldet sich eine Stunde nicht, dann glaubst du, dass der irgendwie tot ist, ja? Oder ja, sein Handy verloren hat, ja. Wir haben jetzt, viele Menschen haben Amazon Prime, weil die eigentlich keine Lust mehr haben, eine Woche zu warten, bis jetzt irgendwie was geliefert wird, sondern die wollen es eigentlich heute haben oder am liebsten, oder also morgen oder am liebsten heute, ne? So, und die Bewerber denken natürlich auch so, ja, aber so wie ganz viele Unternehmen noch arbeiten, die arbeiten noch so wie in den 80ern, ne? Nach dem Motto, wir sammeln mal Bewerbungen und dann schauen wir mal und dann sortieren wir noch ein bisschen und mischen nochmal durch und dann irgendwie so in 2-3 Wochen, dann melden wir uns eventuell nochmal, ne? Das ist für Bewerber total ätzend. Ja, die sind das nicht mehr, also es war früher schon immer ätzend und heute ist es aber eigentlich komplett aus der Zeit gefallen. Ne? Also ich habe jetzt gerade wieder erlebt bei einer Bekannten von mir, die hat eine Bewerbung abgeschickt, da war Bewerbungsschluss der 4. Januar und die hat jetzt nach einem Monat, hat sie jetzt ein Feedback bekommen, nach einem Monat. Ja? Und das in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo wir genauso wie du sagst, alles auf Knopfdruck per sofort bekommen, mit den neuen Medien sofort kommunizieren können. Es gibt ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dass ich nicht erreichbar bin. Jeder hat immer sein Handy sofort griffbereit und guckt, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen, wenn ich jetzt hier in Köln unterwegs bin, in der Straßenbahn sitzen, so. Alle. Das ist ja schon mal sehr außergewöhnlich, wenn da jemand wirklich ein Buch in der Hand hat, also sowas Oldschool-mäßiges. Und wenn ich dann auf der anderen Seite auf so eine Antwort 2, 3, 4 Wochen warte, dann vergeht mir ja auch schon die Lust dabei, ne? Mir vergeht die Lust und wahrscheinlich hast du eh schon was anderes gefunden in der Zeit. Ne? So, also das ist, glaube ich, das Erste, was ich ändern muss. Und ich sage immer, wir sind ja jetzt alle irgendwie mit dem Thema Vertrieb betraut und kümmern uns darum. Ne? Und das Erste, was ich eigentlich immer sage, versuch doch mal, die Kandidaten wie Kunden zu behandeln.
Ja, versuch mal, die Kandidaten, die Kunden zu behandeln. Wie behandeln wir Kunden? Also du kriegst einen Inbound, ja, du kriegst einen Inbound für eine Anfrage vom Vertriebstraining, ne? Dann sagst du ja nicht, naja, okay, also ein Inbound, das reicht mir nicht. Ich warte jetzt erstmal. Ich warte mal, was die Woche über so reinkommt an Inbounds. Und dann sortiere ich die mal und guck mal, welches davon wirklich interessant ist. Und dann schicke ich denen vielleicht nochmal einen Fragebogen, dass sie den mal ausfüllen sollen, wie viel sie zahlen wollen und so weiter, ne? Und genauso gehen wir ja mit Bewerbern um. Bei Kunden würdest du das niemals machen. Ja? Wenn du eine Inbound per E-Mail bekommst, das, was du am besten machst, ist, du nimmst den Hörer in die Hand und rufst sofort an. Definitiv. Ja? Sofort. Wir haben früher immer gesagt, wenn wir so einen Inbound gekriegt haben per E-Mail, aber jetzt am selben Tag anrufen, das klingt irgendwie so nass geschwitzt, als würden wir darauf warten, dass Kunden anrufen. Wir warten noch mal einen Tag. Ne? Aber es gibt wirklich auch Studien, die zeigen, dass je schneller du anrufst bei einem Kunden, umso höher sind deine Verkaufschancen. Das ist eigentlich auch logisch. Ne? Die Erreichbarkeit geht massiv nach unten. Mit jeder Minute, die du wartest, geht die Erreichbarkeit nach unten, weil der ja jetzt am Rechner sitzt und schickt dir irgendwas, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Genau. Wahrscheinlich hat er es nicht nur an dich geschickt, diese Anfrage, sondern irgendwie noch an 2, 3, 4, 5 andere. Ne? So, und jetzt bist du der Erste, der anruft. Ja, innerhalb von 5 Minuten. Da sitzt er noch am Tisch. Ne? Danach ist er wahrscheinlich im Meeting und auf Dienstreise und im Urlaub und so weiter. Wir haben das ganz oft, dass du, wenn du am nächsten Tag anrufst, du erreichst den wochenlang, erreichst du den nicht mehr. Ja. Ja? Aber wenn du sofort anrufst, dann erreichst du den, ne? Weil er dann noch am Platz ist und noch im Kopf drin ist. Und dann, das kennen wir auch aus dem Vertrieb, dann bist du der Erste, der sich meldet und du kannst den Referenzrahmen setzen. Ne? Du kannst dem erklären, was wichtig ist an der Dienstleistung oder am Produkt, worauf er achten muss und so. Und damit hast du einen riesen Vorteil vor allen anderen Wettbewerbern, die später kommen. Ne? So, und jetzt, wenn ich das Mantra setze, Kandidat gleich Kunde, dann sage ich immer, jetzt stell dir mal vor, du schickst irgendwo eine Bewerbung hin und nach 5 Minuten ruft dich der Vertriebsleiter oder Geschäftsführer an. Das ist der Hammer. Also das ist, ich sag mal so, in meiner alten Welt, als ich noch Angestellte gewesen bin, unvorstellbar, aber also ich fand es total genial, wenn ich mir überlege, ich schicke eine E-Mail raus und von mir aus auch innerhalb der nächsten Viertelstunde ruft plötzlich jemand an und sagt, das ist interessant, lassen Sie uns mal einen Termin vereinbaren. Krass, oder? Ja, total. Krass. Ich meine, du musst jetzt nicht jeden anrufen, ne? Also du musst jetzt nicht irgendeinen Praktikanten anrufen, der jetzt im ersten Semester ist oder sowas, ne? Aber wenn du in Bewerbung reinkommst und siehst, boah, das könnte spannend sein, ne? Also wenn du eine Kundenanfrage kriegst aus Taiwan oder sowas, ja, auf Englisch oder so, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so begeistert sein, wie wenn du eine Kundenanfrage aus Köln kriegst, ne? Aber wenn du was Spannendes kriegst, eine spannende Bewerbung, dann ruf den an. Ja, ich meine, es ist das Beste, was du machen kannst. Und dieses Mantra, Kandidat gleich Kunde, das bringt gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die können das nämlich. Im Konzern ist das unvorstellbar. Ne? Mhm. Aber ich meine, die könnten das theoretisch auch, aber die kriegen es nicht auf die Rille. Die wollen das vielleicht doch gar nicht, vielleicht haben sie es auch nicht nötig, glauben sie. Ne? Aber wenn du als kleines und mittelständisches Unternehmen, wenn du dir das allein zu Herzen nimmst, nur diesen einen Tipp, denk mal, dass Kandidaten wie Kunden zu behandeln sind, dann hast du einen riesen Vorsprung. Und ich habe zum Beispiel eine Geschichte gibt es von der Geschäftsführung, die gesagt hat, so ab heute rufe ich jeden Bewerber an, der sich bewirbt. Egal, wer das ist, ob das passt oder nicht, rufe jeden an. Seitdem hat die keine Probleme mehr, ihre Stellen zu besetzen, weil es ist auch oft, dann passt derjenige nicht. Ja, aber man hat ein gutes Gespräch gehabt und vielleicht empfiehlt dann jemand, ah, stimmt, das ist nichts für mich, aber hier mein Schwager, mein Freund, mein Kumpel, mein Kollege, mein Ex-Freund, bla bla bla, ja, mein Sportkamerad, für den ist das was, also es gibt Empfehlungen oder, boah, das war ein total nettes Gespräch, ich empfehle sie mal in meinem Bekanntenkreis und so, ne? Genau. Es ist aufwendig, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was am meisten anders geworden ist. Früher hast du halt eine Stellenanzeige geschaltet, hast da ein paar 1.000 Euro für bezahlt in der Zeitung. Und dann kam halt Bewerbung zurück und du durftest aussuchen. Ne? Das heißt, du hast es eher jetzt mit Geld gemacht. Heute ist, glaube ich, diese Interaktion, also dieses, ich muss mich persönlich mit jemandem beschäftigen, das ist viel, viel wichtiger geworden. Ne? Aber wenn du das beherzigst, dann ist Rekrutieren heute eigentlich viel, viel einfacher, weil auch die Kanäle viel einfacher sind. Naja, klar. Also das ist schon echt spannend, wenn man sich das wirklich mal überlegt, sofort zu reagieren. Und du sagtest ja eben gerade auch, weil das kenne ich von früher auch noch, so diese schönen Zeitungsannoncen. Wir suchen. Welche Kanäle empfiehlst du denn heute, wenn ich rekrutieren will? Also vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem, also der Feedback-Kanal ist halt auch mega wichtig. Das musst du dir auf jeden Fall überlegen. Also wie kommst du mit den Kandidaten ins Gespräch? Es gibt zum Beispiel eine Studie von der Diakonie, die sich ja mit den Pflegekräften und so weiter beschäftigt, was ja auch sehr, sehr schwierig ist. Und der Kanal, der am besten funktioniert, den Bewerber auch am besten finden, ist WhatsApp.
Ja, also auch als Bewerbungskanal, ne? Also diese Bewerbung per WhatsApp, das finden die am coolsten. Und die schicken dann natürlich keinen Lebenslauf und Anschreiben und alle Zeugnisse, sondern die schreiben, oh, coole Stelle, finde ich spannend, bin selber irgendwie Krankenschwester, soll man nicht mal reden. Ne? So, und aber auch da muss man, glaube ich, andenken, Kandidat gleich Kunde. Ne? Also ein Kunde ist ja nicht nur jemand, der jetzt eine formelle Anfrage anschickt und sagt, wir wollen jetzt gerne bei dir kaufen, sondern ein Kunde ist ja auch jemand, wo du sagst, okay, das ist eigentlich jemand, an den könnte ich eigentlich was verkaufen. Ne? Also es ist jemand, der Potenzial für mich hat. Ne? Und im Vertrieb würden wir sagen, ja, jemand, der Potenzial hat, mit dem würde ich mich wahrscheinlich auch unterhalten. Ja, weil irgendwo fängt der Verkauf auch an. Ja? Genau, und das ist bei Kandidaten auch so. Ne? Also das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass man sich wirklich die Feedback-Kanäle anguckt. Die Kanäle, die funktionieren, also Stellenanzeige im Internet ist sicherlich noch eine Quelle. Ne? Mhm. Also das ist so die erste Stufe. Da gibt es aber auch eine ganze Menge zu beachten, wie man so eine Stellenanzeige textet. Also ich sage nur ein Beispiel, das Allerwichtigste ist der Titel. Ne? Also was schreibst du da überhaupt rein? Ne? Viele Leute sind da ja sehr fantasievoll oder benutzen auch zum Beispiel irgendwelche internen Bezeichnungen, ne? Da muss man sich immer überlegen, also auch hier wieder vom Kunden aus denken, wonach würde denn ein Kandidat suchen, einen Bewerber suchen, um die Stellenanzeige zu finden. Ne? Und er würde nicht nach einem New Business Development Manager Appliance oder sowas suchen, ne? Sondern er würde wahrscheinlich nach vielleicht Key Account Manager suchen oder so. Ne? Und man kann das immer ganz gut selber rausfinden, wenn man sagt, okay, wenn ich die Stelle selber finden würde, was gebe ich denn ein bei Stepstone oder bei Monster? Mhm. Und mal gucken, okay, was kommt denn da? Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Und dann zum Beispiel auch, also du hast ja dann immer diese Aufzählungen typischerweise, diese Bullets, also Aufgaben und Anforderungen, also maximal 4, sagt man. Ne, du kannst mehr reinschreiben, wird aber nicht gelesen. Also alles, was du über 4 da reinschreibst, wird nicht mehr gelesen. Und das schreckt natürlich auch ab. Ne? Ja, keine Frage. Also und was ich auch oft zu meinen Kunden sage, ist, dass so eine Stellenanzeige ist keine Wunschliste. Ne? Also oft steht da die abgefahrensten Sachen drin. Ne? Irgendwie gerne auch mit Promotion und dritte und vierte Fremdsprache ist auch gerne gesehen und so weiter. Ja? Das ist keine Wunschliste, sondern es ist einfach nur eine Art, mit Bewerbern und Kandidaten in Kontakt zu kommen. Ne? Mhm. Und ich sage immer, die Selektion, ob der passt oder nicht, die musst du eigentlich persönlich durchführen. Das darfst du nicht der Stellenanzeige überlassen. Ja? Weil ne, die schreiben dann immer rein, ja, du musst unbedingt ein Ingenieursstudium haben und so weiter, wo ich immer sage, naja, aber wenn jemand, wir sind ja jetzt im Verkauf, ne? Mhm. Wenn jemand ein guter Verkäufer ist, der kein Studium hat, der jetzt genau an deine Kunden ein vergleichbares Produkt verkauft, ohne Ingenieurstudium, würdest du den auch einstellen? Meistens, ja, klar würde ich den einstellen. Ja. Und dann so, warum schreibst du dann diese Selektion da rein? Weil die Leute bewerben sich dann nicht mehr. Stimmt das eigentlich, gerade wenn du jetzt so diese Bullet Points sagst, bewerben, nicht bewerben, dass es da auch von dem Anforderungsprofil wirklich noch einen Unterschied gibt? Das habe ich vor kurzem gehört. Also wenn ein Mann sich die Bullet Points anguckt und sagt, also von 5 habe ich eine, dann bewerbe ich mich. Und wir Frauen tendenziell eher diejenigen sind, die sagen, naja, ich habe nur 4,5, ich überleg mal. Erkennst du das oder erlebst du das auch, dass wir Frauen da halt viel kritischer sind? Ja, also im Gespräch auf jeden Fall. Also ich kann das direkt von meiner Frau bestätigen. Wenn da irgendwas drinsteht, wo sie sagt, ah, das habe ich jetzt nicht 100%ig, ja, dann und ich sage dann immer, hör mal, wahrscheinlich hat derjenige, der diese Stellenanzeige geschrieben hat, überhaupt nicht darüber nachgedacht, ja. Wahrscheinlich hat er irgendwas aus dem Internet zusammenkopiert und da reingesetzt, ja. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, dass du dir darüber Gedanken machst. Ne? Also das ist echt oft so, ne? Dann wie, was ich, aber es ist auch schwachsinnig, sowas reinzuschreiben, weil wenn du zum Beispiel verhandlungssicheres Englisch reinschreibst, das ist ja auch interpretationswürdig. Ne? Ja. Und es ist ganz oft, dass ich dann bei Kunden, wo wir dann, wenn wir so ein Projekt machen, sage ich, okay, was bedeutet denn verhandlungssicher? Dann sagt der zum Beispiel, ja, wir haben irgendwie eine Niederlassung in England und mit denen haben wir regelmäßig Meetings und mit denen muss man sich halt austauschen können. Ja? Wo ich dann sage, okay, aber dafür brauche ich ja kein verhandlungssicheres Englisch, dass ich irgendwie eine komplizierte Vertragsverhandlung führe. Ja? Genau, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du mit einem Kollegen auf Englisch sprichst, verzeiht er dir vielleicht mal ja, den einen oder anderen Haken oder irgendwie einen nicht korrekten Satz, als wenn du jetzt eine Präsentation vor Kunden machen musst. Da brauchst du das natürlich 100% aus dem FF. Bei einem Kollegen, denke ich immer, da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Ja, wobei, ich meine, auch das muss man nochmal unterscheiden. Also es gibt ja einen schönen Spruch, der heißt, die Weltsprache ist nicht Englisch, sondern die Weltsprache ist schlechtes Englisch. Ja, ja, also eigentlich ist ja ganz oft so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt ein Meeting mit Franzosen oder mit Italienern und so weiter oder Skandinaviern, ja, in unterschiedlichen Grad oder mit Osteuropäern, die
Also wenn du da perfektes Englisch sprichst, hast du wahrscheinlich größere Kommunikationsprobleme, als wenn du normales Englisch sprichst, weil du dann auch nicht so komplizierte Worte verwendest. Ja? Das mal so als kleiner Exkurs, genau so ging es uns im Urlaub. Also mein Lebensgefährte spricht sehr, sehr gut Englisch und ja, ich kann mich verständigen. Und wir waren auf Sri Lanka, da sprechen die ganz einfaches Englisch. Dann habe ich ihm aber immer den Vortritt gelassen, er sollte mit denen kommunizieren. Die haben solche Augen gemacht, haben kein Wort verstanden und dann kam ich mit meinem ganz einfachen Englisch daher und sie haben die Frage beantwortet. Genau. Und das hast du halt auch, wenn jemand so ein Hochenglisch spricht und du hast halt Leute mit unterschiedlichen Kenntnissen, also du musst dich immer auf den Kunden einstellen, ne? Im Vertrieb. Ne, habe ich mal gehört, dass es eine gute Sache ist. Ne? Selbst wenn du jetzt quasi 3 Oxford-Professoren hast, an die du was verkaufen wolltest, mit denen wirst du dich eh nie matchen können. Ja? Also wenn du jetzt versuchst, mit denen auf derselben Ebene Englisch zu sprechen, wirst du eh nur ablosen wahrscheinlich als Nicht-Muttersprachler. Keine Frage. Ja, also deswegen, aber das ist ja nur ein Bereich. Es gibt auch ganz viel bei fachlichen Themen. Also meine Erfahrung ist eigentlich jetzt als Headhunter, dass die Kunden das Fachliche eigentlich immer überschätzen. Ne, nach dem Motto, ja, es muss ein Ingenieur sein und promoviert sein in dem Bereich und so weiter. Und das Vertriebliche eigentlich immer unterschätzen. Ne, also was, ne, ich sage immer, okay, erstmal muss er das Produkt oder die Dienstleistung verkaufen können. Ne? Und danach gucken wir uns mal die Qualifikationen an. Und es ist ja ganz interessant, dass du, das ist vielleicht auch deine Erfahrung, dass du in vielen Vertriebsorganisationen die Top-Verkäufer, das sind gerade die jetzt gerade nicht ewig lang Ingenieur studiert haben und gearbeitet haben, ne? Sondern die vielleicht was ganz anderes gemacht haben. Ne? Definitiv. Und die eher den Zugang zum Menschen haben und Lust haben, auch am Verkauf motiviert sind. Gerade auch vielleicht einfach mal rechts und links ein bisschen mehr bieten, als es so nach Schema F im Verkaufsgespräch ist. Und das sind meistens die erfolgreichen Verkäufer und nicht die, fünf Abschlusszertifikate haben. Ja. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man auch im anfängt im Kopf, sich das mal anders zu legen. Ich weiß gerade bei einem Kunden, die machen verkaufen sehr komplizierte Laserschneidmaschinen. Mhm. Ja? Und der beste Verkäufer ist kein Ingenieur, kommt aus dem Marketing. Ja, und der verkauft vor allen Dingen deswegen gut, weil er halt in der Lage ist, eine sehr gute Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen. Ja, und wenn er was nicht weiß, dann macht er auch mal einen Witz. Die haben erzählt, ja, da hat der Kunde gefragt, ja, wieso ist die neue Maschine denn jetzt einen Meter länger als die alte? Ne? Okay. Und er hat gesagt, ja, die hat einen größeren Bremsweg. Und alle haben gelacht, ja. Ja, aber es ist doch auch im Verkauf heutzutage, gerade mit den neuen Medien, so relevant, dass du Beziehungsmanager bist und die Produktinformationen kriegst du aus dem Internet, kannst du dir runterladen, kannst du nachlesen. Ich möchte doch mehr das Menschliche haben und nicht unbedingt Zahlen, Daten, Fakten in der Regel. Und wenn ich das als Verkäufer habe, dieses Menschliche, und das natürlich auch als Personaler habe, weil das finde ich sehr spannend, diese Sichtweise. Ich bin als Personaler auch Verkäufer. Dann kriege ich da auch einfach ein gutes Team. Ja, also ich sage eigentlich zu meinen Kunden immer, also sie haben ja keinen Mangel an Fachwissen. Also meistens sind die Unternehmen, die unsere technisch aufgestellt sind, die haben Fachwissen bis zum Abwinken. Ne? Die haben meistens Mangel an Verkaufswissen. Ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, okay, wenn du jetzt jemanden neuen einstellst, dann guck, dass du ein bisschen mehr Verkaufswissen kriegst. Und wenn es dann zu einem Punkt kommt, wo der Kunde sagt, ja, ich hätte jetzt noch ein paar Spezialfragen, dann bringst du halt deine Spezialisten mit rein. Das ist ja kein Thema, ne? Aber du brauchst halt jemand anders, der vielleicht den Verkauf macht. Wenn du jetzt halt jemanden hast, der super geiler Verkäufer ist, der auch fachlich total fit ist, ja, und irgendwie x Jahre Berufserfahrung hat, das sind halt Ausnahmetalente, von denen gibt es halt nicht so viel. Ne? Wenn du halt sagst, ich kann nur mit denen arbeiten, ne, dann ist es halt auch kein Wunder, dass du keine findest. Da muss man sich auch mal überlegen, okay, wen brauche ich denn eigentlich, um diesen Job zu erfüllen? Ne? Und da brauchst du vielleicht einen, der vielleicht doppelt so viele Kunden anruft als der andere, weil er dann einfach automatisch doppelt so erfolgreich ist im Endeffekt. Ne? Verkaufsfrequenz. Ne? Keine Frage. Mhm. Nochmal zu den Kanälen, Social Media und auch die Art und Weise, wie ich zum Beispiel eine Anzeige schalte. Ich habe vor kurzem eine Anzeige gesehen, das fand ich sehr spannend, ein Video. Also eigentlich hat sich dort das Unternehmen bei dem potenziellen Mitarbeiter beworben, anhand so eines kleinen Vlogs. Was sagst du dazu? Ja, ist eine super Idee. Also wir haben hier ein eigenes Telesales-Team aufgebaut im letzten Jahr mit 8 Outbound SDRs, nennen wir die, Sales Development Reps, die wir komplett über Facebook gesourced haben. Und zwar über Facebook-Gruppen. Ne? Es gibt Facebook-Gruppen. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Gruppe Jobs in Frankfurt. Es gibt auch Jobs in Köln und Jobs im Ruhrgebiet und so weiter.
Und diese Gruppen sind meistens privat betrieben. Da kann man sich anmelden und kann kostenfrei posten. Ne? Mhm. Und ich habe mir das genau angeguckt, da kannst du natürlich eine Stellenanzeige auch reinposten. Ne? Aber eine Stellenanzeige macht meistens nicht so viel Sinn wie ein Foto. Und das, was am allerbesten funktioniert, sind Videos. Ne? Dass du wirklich ein Video reinmachst. Also wir haben dann hier ein Video gemacht am langen Arm im Handy und gesagt, guck hier, das ist mein Büro, das ist der Arbeitsplatz und so weiter. Da wirst du sitzen, das sind deine Kollegen. Ne? Und wenn dich das interessiert, dann schick mir doch eine Facebook-Nachricht, also eine Nachricht über Facebook. Also nicht schick mir eine Bewerbung oder sowas, sondern schick mir hier eine Nachricht. Ne? Und dieser Kanal hat eigentlich am allerbesten funktioniert. Für diese Zielgruppe, wenn du jetzt sagst, ich suche irgendwie Ingenieure oder sonst irgendwas, dann ist es vielleicht ein anderer Kanal. Also man muss, glaube ich, auch da immer gucken, okay, wen will ich erreichen und kann ich den auf diesem Kanal bekommen. Ne? Für andere wäre vielleicht dann eher ein Posting bei Xing oder LinkedIn interessant. Ne? Das muss man halt immer gucken, okay, wo sind denn die Leute? Mhm. Ne? Aber Video ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das kommt immer mehr. Da kann man natürlich auch eine Menge falsch machen und eine Menge Geld versenken. Ne? Also das, was halt wirklich schwierig ist, diese Image-Videos, ne? Diese komplett glatt gebügelten Image-Videos, die kann keiner mehr sehen. Ja? Aber wenn du halt ein authentisches Video machst, wo du sagst, hier, ich bin der Vertriebsleiter und wir suchen halt Kollegen hier, das wäre dein Arbeitsplatz, das wären deine Kollegen, das ist das, was zu tun ist und so weiter, dann sagen Leute, okay, das ist spannend. Finde ich echt interessant, weil das hatte ich, wie gesagt, vor kurzem gesehen, habe gedacht, das ist mal was ganz anderes, nicht diese schwarz-weiße Stellenanzeige, die man einfach so runterliest, sondern ich bekomme dann ja auch schon im Video ein Gefühl dafür, wie ist so das rundherum, habe ich da Lust zu, sind das tolle Büros, wirkt der sympathisch, der jetzt die Handykamera in der Hand hat, oder sage ich, das ist vielleicht doch nicht so meins. Ja, und wie gesagt, das war dann auch so, dass die Kandidaten, die Bewerber, die wir dann hatten, die haben gesagt, ja, ich weiß ja schon, wie es bei Ihnen aussieht und so weiter, ja. Ne? Und die Atmosphäre, ich kann mir das total gut vorstellen und so weiter, ne? Also das ist schon sehr, sehr cool. Ne? Und da geht es auch, glaube ich, weniger um die Fakten, die du präsentierst, also das kann man ja nochmal im Text dann auch darstellen, ne? Sondern es geht halt ganz viel um die Stimmung und die Emotionen, die du transportierst. Ne? Ja, klar. Und dann haben wir natürlich noch unsere eigenen Kollegen motiviert, dann da auch was reinzuschreiben, hier kann ich nur empfehlen, ich arbeite jetzt auch seit 3 Monaten und so weiter, ne? Dass du da noch den Social Proof mit reinbringst, also das funktioniert halt gerade über Facebook, über Social Media sehr, sehr gut. Ne? Aber du musst halt dein Mindset ändern, ne? Also, weil du hast ja ganz viele Leute, die sagen, ja, aber ich gehe jetzt doch nicht mit meinem privaten Profil in Facebook und mache da was für die Firma. Ne? Da gibt es dann Leute, die dann anfangen, irgendwelche Fake-Profile anzulegen und damit sie dann was für die Firma posten können. Das wird dann halt schwierig. Ne? Also die Zeiten haben sich halt geändert und ich glaube, dass man sich da auch anders darstellen muss. Ne? Und ich glaube, dass da auch, das ist ja auch nicht ganz einfach, das weiß ich auch, ne? dass die Grenze zwischen Privat und Firma immer mehr verschwimmt. Ne? Ja. Also was ist jetzt die Grenze zwischen deinem privaten Facebook-Profil und dem, was du für die Firma machst und so. Ne? Also das ist nicht für alle Leute einfach, auch Personalabteilungen sind sich da schwer. Aber wenn du das tust, hast du halt einen riesen Vorteil gegenüber den anderen, die sich halt das nicht trauen oder nicht machen oder nicht können. Das auf jeden Fall. Und jetzt hatte ich noch irgendeinen Gedanken im Kopf, der ist jetzt gerade weg. Okay, dann kann ich ja noch mal ein bisschen was sagen. Also das sind sicherlich Möglichkeiten, dass du damit exportieren kannst, wenn dir das zu weit ist. Ich habe ja gesagt Xing oder LinkedIn. Also viele sind ja heute noch auf Xing. Ich klare Empfehlung heute und hier, beschäftige dich mit LinkedIn. LinkedIn kommt, also von den Nutzerzahlen haben die eigentlich schon gleichgezogen. Mhm. Das siehst du oft nicht, wenn du da reingehst, weil du nur die Kontakte dritten Grades siehst. Bei LinkedIn ist das ein bisschen anders. Ne? Es gibt die Kontakte ersten Grades, sind halt deine direkten Kontakte, die kennen und die kennen. Ne? Das sind die Kontakte Grades. Wenn du dann irgendwie suchst, kriegst du geringere Treffermengen als bei Xing, wobei Xing im Moment das Suchformular auch massiv einschränkt. Ne? Und was man auf jeden Fall machen kann, du kannst ja auch auf diesen beiden Plattformen Stellenanzeigen schalten, du kannst aber auch, gut, da geht es natürlich immer darum, du musst dein Netzwerk pflegen. Ne? Wenn du nur 5 Kontakte hast, gibst du das weder bei Xing noch bei LinkedIn was. Mhm. Ne? Aber wenn da in deinem Branchen, in deinem Umfeld von deinen Ex-Kollegen, von deinen Kommilitonen und so weiter, ne, die sich ja meistens auch in ähnlichen Kreisen bewegen, wenn du da auch nur in deinen Feed reinpostest, ne, also da, wo die alle Leute lesen können, was du so machst, und das ist bei LinkedIn, ist das jetzt mittlerweile echt krass, ne, dann sehen auch andere Leute das, ne, hier, wir suchen neue Kollegen im Vertrieb für das und das, wenn ihr jemanden kennt, freue ich mich auf eine Empfehlung, ne, da passiert oft schon was, ne, dass jemand sagt, ah, stimmt, da kenne ich jemanden oder ich habe das gesehen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass wir über dieses Posting, habe ich tatsächlich eine Ex-Kollegin
wieder als Mitarbeiterin gewonnen, ne? Die irgendwie verfolgt hat, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich halt das gepostet und meinte, ja, das wäre jetzt spannend für mich. Die hat in einem anderen Umfeld gearbeitet und dadurch haben wir die wiedergewonnen, weil die das halt gesehen hat, ne? Deswegen ist das Netzwerk halt so wichtig. Und das kannst du halt ja über Xing und LinkedIn pflegen, aber du kannst es dann halt auch nutzen für sowas, ne? Definitiv. Jetzt ist es mir aber gerade wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Das passt auch in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist auch etwas Neues, was wir ja sowohl im Verkaufen als auch im Recruiting erleben, dass du einen Zeugen hast, also so wie du es beschrieben hast, dass andere Mitarbeiter das eine oder andere Mal über das Arbeitsumfeld, um das Miteinander posten und veröffentlichen, damit du als potenzieller neuer Mitarbeiter siehst, hey, das ist cool, das sagen sogar die anderen, das macht Spaß, wir machen dieses, wir machen jenes, wir haben einen Bürohund, eine Bürokatze oder was auch immer, um halt einfach auch dieses Work-Life zu haben. Ja, also es gibt auch Beispiele aus dem Internet, zum Beispiel auch von Callcentern, die ja immer große Probleme haben, neue Mitarbeiter zu finden, die halt irgendwann gesagt haben, okay, wir aktivieren jetzt erstmal alle Kollegen, ne? Und haben dann halt eine Seite gemacht, wo dann alle Kollegen draufgehen sollten. Gut, das funktioniert natürlich nur, wenn du halt ein gutes Arbeitsklima hast, wenn die Leute da auch voll dahinter stehen, das ist natürlich wichtig, ne? Wo die dann quasi auch ihren ganzen Freundeskreis damit aktiviert haben und dann halt auch beschrieben haben mit Videos und mit Posts und so weiter, was der Job jetzt wirklich ist, weil Callcenter ist ja immer so, das ist nicht schön und so weiter. Und die haben halt wirklich dann noch Fotos gezeigt und Videos, wie es dann wirklich aussieht, was die mittags machen und so weiter. Und haben darüber quasi so viel Zufluss gekriegt, dass die ihre Recruiting-Probleme lösen konnten. Ne? Also das geht schon, aber wie gesagt, da ist natürlich ein Riesenumdenken im Kopf drin, nach dem Motto, nee, das ist ja mein privates Profil, da mache ich nichts für die Firma und so weiter. Also ich glaube, dass da die Grenzen immer mehr verschwimmen. Und das muss man halt einfach akzeptieren, denke ich, wenn man da was machen will. Also du musst nicht, aber wenn du da vorwärts kommen willst, dann musst du da, glaube ich, ein Stück weit dein Privatleben mit dem Beruflichen mischen. Das auf alle Fälle. Und du hast das ja trotzdem immer noch in der Hand. Du kannst dir ja immer noch überlegen, was poste ich tatsächlich aus meinem privaten Kontext. Wenn ich tatsächlich abends mal die Tür zumache und sage, es ist jetzt mein Sofaabend, dem geht keinem was an. Das ist ja meine freie Entscheidung. Nur wir sind ja einfach interessiert daran. Wie geht's dem anderen? Was tut der? Du postest ja auch viel zum Beispiel von deinem Sport, wo du einfach ein Stückchen von deiner privaten Seite zeigst und sagst, okay, mir ist das wichtig und habe natürlich auch Interesse dran, was ist meinen Mitarbeitern in dem Zusammenhang wichtig. Ja. Mhm. Ja. Was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, auch noch eine Frage, die ich ganz spannend finde an dich. Du hattest ja eben gerade schon gesagt, je nachdem, wo sich meine Zielgruppe befindet, Facebook-Gruppen, Xing, LinkedIn, ist ja immer unterschiedlich. Wie stehst du aber grundsätzlich so zu den, ich sag mal, Standard-Stellenanzeigen-Seiten wie StepStone, Monster und die es alle gibt? Du, das, also man muss das immer ausprobieren. Also ich kenne auch Unternehmen, die sagen, ich habe auch kein Problem, wir besetzen unsere Stellen ohne Probleme über Stellenanzeigen bei was ist StepStone, Monster, Jobware und so weiter. Also es kann funktionieren, ne? Mhm. Manchmal sehe ich da auch Stellenanzeigen, wo ich denke, ey, die sind so grottenschlecht, ja. Das kann nicht funktionieren und dann sagen mir die Kunden, nee, das funktioniert. Bei der Stelle funktioniert das ohne Probleme. Wir kriegen irgendwie 20, 30, 40 Bewerbungen, wir stellen die Leute ein. Also tendenziell wird es wahrscheinlich eher so sein, also du erreichst damit natürlich auch Leute, ne? Mhm. Je besser die Stellenanzeige auch getextet ist und je besser der Rückkanal offen ist, ne? Also am schwierigsten ist halt der Rückkanal, wenn du halt ein riesen Formular machst, wo die Leute alles eintragen können, am besten irgendwie noch einen Fragebogen und einen Test dazwischen schaltest. Also wir kennen das jetzt aus dem Online-Marketing, dass eigentlich mit jedem Feld, das du da abfragst, ne, also Name, Telefonnummer, Adresse und so weiter, mit jedem Feld, das du abfragst, sinkt eigentlich die Zahl derer, die das noch machen und unten ankommen. Also du kannst wirklich da Prozentzahlen, ne? Da noch ein Feld mehr, wieder 10% weniger und so weiter. Und das ist bei Bewerbungen auch so. Also es gibt Studien, die sagen, dass wenn du wirklich mit Muss-Feldern da Sachen abfragst, bevor die Leute sich bewerben können, also siehst du bei Konzernen oft, dass du halt deinen Namen, deine E-Mail-Adresse eingeben musst, dass die bis zu 80% der Bewerber verlieren über diese Formulare. Ne? Bis zu 80%, weil die Leute einfach keinen Bock mehr darauf haben. Ja? Und